Willkommen zurück zu Hearthstone, heute mit Pornostimme, weil ich mir aus familiären Gründen leise reden muss. Wie auch immer, die Karten von Hearthstone, das große Turnier, wurden revealed und deswegen gehen wir die jetzt durch. Wieder mit den üblichen Verdächtigen. Ja. Und zwar wieder wird es so sein, dass ich die Karten nicht kenne, die beiden kennen sie schon, damit wir sowohl durchdachte als auch ersten Eindruck haben. Die erste Karte ist der Nordmeerkrake, 9 Mana, 9, 7. Kampfschrei verursacht 4 Schaden. Diesmal geballte 4 Schaden, das heißt, die kann man auch auf irgendein Ding abfeuern. Und nicht nur die werden irgendwie wild aufs Feld verteilt. 7 Leben ist ein bisschen unglücklich, aber ich würde mal sagen, an sich macht die Karte nicht so einen schlechten Eindruck. Karte wird Naja. fürs Constructed, da wird mir Jakob zustimmen, total unbrauchbar sein. Die Karte Das kommt. kostet zu viel und hat neun Ich meine, man Angriff. vergleiche das mal. Mal'Ghanis hat die gleichen Stats und keiner wird bestreiten, dass Mal'Ghanis deutlich mehr tut als Ja. diese Karte. Karte wird in der Arena ziemlich gut sein, eigentlich. Ja, Aber ja, Arena, okay. das ist auf jeden Fall ein Arena-Pick. Die Frage ist, in der Arena, Mac'Geneothermal, Plug oder Nordmeerkrake? Wenn das gehen würde. Normalerweise haben ja Legis sowieso einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Karten. Ich glaube, ich würde sogar den Thermaplug nehmen. Ich glaube, es kommt aufs Deck an immer. In Warlock ist, würde ich Mal'Ghanis natürlich über die beiden picken, das ist klar. Wir reden ja gerade von der Arena. Achso, Okay. du meinst mal gar nicht in Warlock, klar. Ja. Für die Arena. Okay. Nächste Karte. Justiziarin Treuherz. Ach, das ist eine Frau. 6 Frau ist Mana, auch cool. 6-3. Kampfschrei ersetzt eure ursprüngliche Heldenfähigkeit durch eine bessere. Die da wie lautet? Das ist eigentlich relativ einfach. Der Druide gibt ja normalerweise plus einen Angriff plus eine Rüstung. Mit der gibt er dann plus zwei Angriff plus zwei Rüstung. Jetzt muss ich Der kurz Priest überlegen. kriegt vier Heilung, der Warrior kriegt vier Rüstung, der Warlock kann Karten ziehen, ohne dafür Leben zu bezahlen, der Hunter verursacht drei Schaden am Face, der Rogue kriegt eine 2-2er-Waffe und der Mage kriegt zwei Schaden und der Schamane kann sich ein Totem aussuchen. Und der Warrior Der kriegt Warrior vier kriegt vier Rüstung. Rüstung. Okay. Klingt erstmal ziemlich cool, aber 6 Mana 6-3 ist halt ein bisschen. Aber die Ziemlich schwach. Heldenfähigkeit, theoretisch, wenn man die Karte früher rauskriegen könnte. Also ich glaube, das Problem ist, dass man die Runde mehr oder weniger passt, indem man das tut, weil drei Leben wird instant von allem gecleared. Das ist Muss, muss. quasi so wie beim Priest die Schattengestalt. Ja, du musst aber einfach gucken, auf welchem Helden du das einsetzt. Ah ja, übrigens, der Paladin kriegt zwei Rekruten der silbernen Hand. Wenn du das zum Beispiel beim Warlock einsetzt, die Warlock-Heldenfähigkeit wird nicht so viel besser. Du sparst zwei Leben, aber das ist quasi überhaupt nichts. Und beim Hunter ist das auch nicht so toll. Ich meine, da hast beim Warlock hast du nach vier Leben, nach vier Runden quasi einen Healbot ausgespielt. Ja, bravo. Ja, das ist mehr oder weniger toll. Beim Priest könnte das ziemlich geil werden, aber auch nur in manchen Situationen. Ne? Beim Mage kann es cool werden. Aber ich glaube, die Karte wird unspielbar. Ja, ich denke Ah, es auch, Arena-Pick, wird. aber Constructed, Der Arena-Pick halt Aber auch wieder mit obwohl den ich Klassen, die ich genannt nach wie habe. vor der Meinung, also ich bin aber der Meinung, wirklich in einem Priest-Deck könnte die Karte richtig cool werden, weil der Priest Könnte. hat keine hohe Kurve, obwohl er ja fürs Long Game gedacht ist, und der drückt schon gerne mal jede Runde Knöpfchen und dann jede Runde um vier Leben heilen, das ist schon geil. Naja. Gut, weiter geht's. Vergiftete Klinge. Eure Heldenfähigkeit erhöht den Angriff dieser Waffe um 1, anstatt sie zu ersetzen. Ist wahrscheinlich nehmen wir mal eine Schurkenkarte. Klar. 2 Mana plus ein Angriff macht die Schurkenheldenfähigkeit auch. Das ist ziemlicher Trash. Sind wir uns, Ja. glaube ich, einig. Arena wie Die Constructed. Wert ist einfach viel zu grottig. 4 Mana, 1-3. Für 3 Mana würde ich das Ding vielleicht nehmen und für 2 Mana würde ich es auf jeden Fall nehmen. Ja, Aber für 4 auf jeden Fall vergiss weiß es. ich noch nicht mal. Ich glaube, für 2 Mana würde ich es nehmen. Vergleich's mal mit Weil dann kriege Light ich. Justice. Ja, ein. Ist einfach nicht worth, für 2 Mana einen Angriff mehr drauf zu tun. Das ist schwach. So, bevor wir zur nächsten Karte kommen, was zur Hölle ist Inspiration? Inspiration wird aktiviert, sobald du deine Heldenfähigkeit aktivierst. Und zwar jedes Mal. In diesem Fall ist die Silberne Regentin auf jeden Fall eine gute Karte. Da kann ich dir recht geben. Die Karte könnte interessant werden. In der 3 Mana, Arena. 3-3 ist an sich schon nicht schlecht und einfach die Heldenfähigkeit verdoppeln und zwar im Gegensatz zu Justiziarin auf eine gescheite Art und Weise. Ja, aber das wird auch nur gut sein, wenn die Meta so ein bisschen weniger Aggro-Decks beinhaltet. Ansonsten wird die Karte nicht Überrannt. gespielt werden. Ja klar, das ist eine Turn-5-Karte, wenn dann und keine Turn-3. Ich meine, wir sind uns ja einig, dass man, dass der durchschnittliche Standard ist, dass man für 3 Mana einen 3-3er mit einer Slightly Upside kriegt, ne? Genau. Und das ist wieder so eine Karte, von daher würde ich erstmal grob betrachtet sagen, die Karte ist komplett in Ordnung, so wie sie ist. Aber
ob das eben eine usefule Upside ist. Also ich glaube, im Constructed wird diese Karte zu wenig tun. Ja, aber Sie ich ist habe auch einfach nochmal nicht, drüber sie ist, ein, nachgedacht. Es sie ist ist einfach einfach, nicht unfair genug. du spielst die Karte in Runde 3 und spielst dann in Runde 4 Zweier Drop Cross Heldenfähigkeit. Die Heldenfähigkeit gibt dir ein 2-2er-Buddy, was nicht schlecht ist. Und außerdem kannst du vorbereiten für den Quartermaster in Runde 5. Nein, klar, wenn man die Karte spielt, dann landet auch wieder der Quartermaster im Deck. Sowieso. Zwar zweimal. Ja. Ja, also ich will mich nicht festlegen. Mir fällt gerade auf, dass es ja eine Common, ne? Ja, die ist für jede Klasse da. Die Frage ist jetzt, gibt es eventuell irgendeine andere Klasse, die damit dann plötzlich OP werden könnte? Ich glaube, das ist eine Frage für ein anderes Video. Ja. Ja, aber die Vorstellung ist interessant. Man ja, könnte sich hier damit ein paar witzige Schnelligens treiben. Das auf jeden Fall. Im Handlock. ließe sich das mit Hobgoblin kombinieren? Eigentlich nicht, ne? Nein. Ich glaube nicht. Nee, dürfte nicht. Okay, weiter geht's. Garnisonskommandant, ihr könnt eure Heldenfähigkeit zweimal pro Zug einsetzen. Ich hoffe, das ist keine Schurkenkarte. Nee, das ist eine Neutral. Ganze Schurkenkarte ist richtig useless, das stimmt. Aber an sich sind die meisten Heldenfähigkeiten jetzt nicht gerade die Mana-effizientesten. Genau, deswegen glaube ich auch, dass die Karte im Constructed nicht gespielt werden würde und in der Arena so in Ordnung ist, aber sie ist nicht ja, so. Ja, 2 Mana, 2-3 ist halt ein solider Pick für die Arena, aber mehr halt auch nicht. Gut, du willst natürlich die Stats normalerweise geswitcht haben, also 2 Mana 3-2, ja, damit es auch mit den Dreier-Drops mithalten kann in der Arena. Aber ja, deswegen ist die Karte so ein bisschen auf der schwachen Seite, glaube ich sogar. Außer im Late-Game. Im Late-Game könnte die Karte tatsächlich ganz... Ja, ich revidiere meine Meinung, die Karte ist ganz okay. Ganz gut sogar. In der Arena. Ja. Laden und entsichern. Jedes Mal, wenn ihr in diesem Zug einen Zauber wirkt, erhaltet ihr eine zufällige Jägerkarte auf der Hand. Neutral? Hunter. Wäre auch ein bisschen AKP. Sieht man doch. Grüner Kartenrücken rundrum. Achso, daran. Ach, das hat er zu sagen. Gut zu wissen. LOL. Ist das noch nie aufgefallen? Ich dachte nur, Moment mal, die Kartenrücken ist anders, aber... Okay, also es ist eine Hunter-Karte. Okay. Ja, was ist deine Meinung? Der Hunter hat jetzt nicht unbedingt der Zauberspell, weil ich meine, wenn es ein Neutral wäre, das ist ein Flamebreaker-Mage-Deck. Witzig, aber Neutral-Spells also, gibt es nicht. Also, Ah ja, stimmt. Bin ja blöd. Ich sag mal so, also ich denke, die Karte ist relativ gut. Was ich interessant fand, war Reynolds Meinung zu der Karte. Er meinte nämlich, das ist so ziemlich die einzige Karte aus dem Set, die nicht nur OP aussieht, sondern es auch einfach ist. Punkt. Ja, das glaube ich nämlich tatsächlich auch. Es könnte so ein guter Midrange-Hunter oder ein anderer Control-Hunter entstehen, weil, überlegt mal, wie viel Mana bezahlt man, wenn man 2 Karten zieht? 3 Arcane Intellect, ne? Und wenn du diese Karte spielst, spielst du normalerweise nicht nur 1 Spell, du spielst 2 Spells, du spielst vielleicht sogar 3, vor allen Dingen, weil die Hunter-Spells relativ günstig sind. Du hast Arcane Shot, du hast Hunter's Mark, was 0 kostet, und du hast auch Tracking, kostet 1. Es ist einfach, du spammst halt einfach die Spells und vielleicht kriegst du sogar noch ein paar günstige Spells durch die Karte im Late Game und spielst halt noch mehr. Die Karte könnte richtig krass sein. Ja. Könnte sie tatsächlich. Natürlich ein Controller mit Tracking müsste natürlich nur aufpassen, nicht in Fatigue zu kommen, aber ich glaube, das ist nicht das Problem. Der Karte nicht. Außerdem ersetzt Tracking ja das, was alle anderen an Card Draw haben. Ja. Ne? Also ich glaube auch wirklich, das ist eine Karte, die wird ziemlich krass sein. In der Arena natürlich nicht besonders. Genau, in der Arena ist sie nicht so toll. Aber im Constructed könnte die Bock-OP werden. Nächste Karte, Maid vom See. 4 Mana, 2, 6. Die Heldenfähigkeit kostet 1 Mana. Yo. Ja. Ich glaube, das ist nicht so der... 4 Mana, 2, 6 ist zwar von der Summe her kein schlechter Wert, aber ein bisschen zu doof verteilt. Das ist tatsächlich ein kleines Problemchen. Also, die Stats sind jetzt nicht überragend. Ich meine, wäre die ein 4 Mana 4 Vierer? Ja, selbst dann. Oder ein 3 Fünfer. Es ist also, einfach, nee, dass für 4 Mana 2 Angriff zu wenig sind. Und dass die Heldenfähigkeit besser wird quasi, ist normalerweise nichts, was man befürworten sollte, weil Heldenfähigkeiten sowieso relativ
schwach sind in Sachen Preis-Leistung, weil normalerweise jede Heldenfähigkeit, die du hast, ist genau 0 Mana wert, wenn du es vergleichst mit vorhandenen Karten, wie zum Beispiel die Mage-Heldenfähigkeit. Es gibt eine Druidenkarte, wie heißt sie noch? Mondfeuer. Mondfeuer. 0 Mana. Macht genau das gleiche wie die Mage-Heldenfähigkeit. Also nur, dass es keine Spielplatz 0 Mana wert und ja, ist halt immer noch zu teuer. Ich meine, klar kann man jetzt sagen, oh, OP-Kombo mit, was weiß ich, mit Garnisonskommandant oder so, aber nee. Also ich glaube auch nicht, dass das... Ich meine, komm, Garnisonskommandant ist dann im Endeffekt wieder Justiz an Treuherz. Ich meine, in der Arena ist die okay. Ja, Arena ist auf der schwachen Seite, aber okay. Also ja, ich denke, da werden wir aber sowieso nochmal irgendwann später in eine Diskussion reinkommen, inwiefern überhaupt diese ganze Mechanik, dass mehr mit Heldenfähigkeiten gearbeitet werden soll, ja, genau, benutzt werden wird. Weil das ist ja echt das, was hier alles zusammenfasst. Nächste Karte. Nexus Champion von Sarad. Erstmal endgeil designt, muss ich sagen. Inspiration. Erhaltet einen zufälligen Zauber auf die Hand. Das muss nicht von der eigenen Klasse sein, oder? Genau. Nein. Das ist erstmal relativ krass, weil ich meine, die Upside ist ziemlich cool und du bezahlst nur ein Mana dafür, effektiv. Weil 4 Mana für 5 ist ja Yeti. Und 5 Leben ist ja auch guter Wert. Also, ich würde mal so sagen, die Karte ist eigentlich schon relativ stark, weil ich persönlich... Also in der Arena ist die Karte endgeil. Ja. Ich persönlich mit meiner bescheidenen Meinung finde, dass die Karte besser ist als... dass der Effekt der Karte besser ist als der von Black Knight. Und Black Knight kostet 6 Mana für die gleichen Stats. Ja, aber Black Knight gibt ja auch einen höheren Tempo-Swing. Das ist halt eine Value-Karte. Ja. Außerdem kannst du Black Knight in Zug 6 spielen, den willst du nach Möglichkeit in Zug 7 spielen. Also wenn du den Kollegen hier wenn der Kollege hier 2 Runden oder mehr liegt, dann ist aber richtig hart vorbei. Aber das gleiche gilt auch zum Beispiel für Chromagus. Das Geile bei dem hier ist halt, dass oder du bei... nicht passt, in der du ihn spielst. Also vor allen Dingen kann man das richtig gut mit der nächsten Karte kombinieren für den Mage. Krache von Kaltara. 6 Mana, 6-6. Ihr könnt eure Heldenfähigkeit beliebig oft einsetzen. Na, danke. Das habe ich im Stream gesehen. Hat Trump einfach die beiden gespielt. Hat in einer Runde irgendwie 3-4 Mal die Heldenfähigkeit aktiviert. Für 4 Spells. Yo. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass die Karte so OP ist, wie sie aussieht. Ist sie auch nicht. Bei weitem nicht. Weil ich meine, sie hat ein Leben weniger als ein Ogre. So, was kriegt man dafür? Also... Nichts gegen die Karte an sich. 6 Mana, 6-6 ist ein guter Buddy. Ist ein solider Wert. Kein BGH-Target, 6 Leben ist wunderbar, passt. Es ist ein Drache, das ist auch nochmal eine Upside. Das ist eine sehr große Upside, würde ich fast sagen. Ja, also ich denke, es könnte ein neues Dragon Grind-Deck geben, ne? Dragon Grind 2.0 incoming. Oh ja. Yeah. Hashtag Insider, Darius hat letzten Mal ein Deck gebaut, Dragon Grind 1.0. Jetzt könnte dann Dragon Grind 2.0 incoming, ja. Aber es stimmt, wie gesagt, Heldenfähigkeiten sollten nicht so hoch gevalued werden und dass man die Heldenfähigkeit, die nicht gut ist, in Anführungszeichen, beliebig häufig einsetzen kann in einem Zug, ist nicht so krass, wie es sich anhört, aber es ist okay. Es läuft sehr vieles wirklich darauf hinaus, dass du ein Board hinknallst, dann hat der Gegner eine Runde Zeit, darauf zu reagieren, und wenn er das nicht tut, dann explodierst du. Dann kannst du richtig was reißen. Also jetzt in der Theorie. In der Arena. In der Arena ist die Karte in Ordnung. In der Arena ist die Karte voll in Ordnung. 6 Mana, 6-6 ist in Ordnung. Ziemlich gut. Wenn man überlegt, vor allem weil das eine epische ist und man weiß ja, was man in der Arena teilweise sonst noch für epische Picken hat. Das ist richtig. Ich meine, man sieht ja die Karte. Also, dass die Mage spezifisch ist, haben wir erwähnt, ne? Mhm. Gut. Dann weiter. Einfacher Knappe. 1 Mana, 1-2. Inspiration erhält plus 1 Angriff. Toll, das macht die Mikromaschine besser. Ah, das macht die tatsächlich besser. Ist das in der Kombo mit dem Drachen von Kaltara? Nein. Ja, genau. Wir spielen einfacher Knappe, Drache von Kaltara, Nexus Champion von Sarad. Und weit des Sees und dann im nächsten Zug 10 geht ab. Dann hat das Ding. Nee, im nächsten Zug 10 mal Hero Ability, weil weit des Sees ist auch noch draußen. Achso, ja, okay, dann. Das Ding Stats von 11-2.
Ist immer auch scheiße. Also jetzt mal ernsthaft werden, also was natürlich theoretisch erstmal gar nicht so schlecht klingt, du spielst das Ding Zug 1 in einem Rogue-Deck, Zug 2 Dagger und dann hast du Dagger und einen 2-2er und damit kannst du eigentlich alles weghauen. Gleiche Und gilt für Endlock. Quasi, weil du tappst sowieso in Runde 2, das meine ich damit. Ja, aber der 2-2er dealt nicht mit allem, zum Beispiel nicht mit einem ja nicht unwichtigen Mech-Warper. Ja, deswegen ist der Zombie-Char auch eigentlich in jeder Hinsicht besser. Ist er tatsächlich. Der Arena ist die Karte Aber. Trash, absoluter Trash. Du kannst es dir nicht leisten, in Runde 2 die Hero-Ability zu aktivieren, in den meisten Situationen. Ja. Frostriese. 10 Mana, 8, 8. Erinnert absolut nicht an Ahnenholzbart. Kostet 1 weniger für jeden Einsatz eurer Heldenfähigkeit in diesem Spiel. Das doch mal eine Handlock-Karte. Übrigens ganz interessant, die Fähigkeit gilt natürlich schon, wenn man die Karte noch im Deck hat. Eigentlich hätte ich gesehen. Das heißt, du Ja, ziehst klar. die irgendwann in Runde 30 oder so mit dem Warlock, was keinen Sinn ergibt, aber gehen wir davon aus, und die Karte kostet nur. Trotzdem glaube ich nicht, dass in einem Standard-Handlock-Deck dafür Platz ist. Glaube ich auch nicht. Weil du die 4-8-8er hast und die machen das, was der Frostriese macht, besser. Ja, weil sie einfach günstiger sind in den meisten Situationen. Sonst könnte man auch mit Sea Giant spielen, denn wenig Minions hat der Handlock auch nicht auf dem Feld. Ja, aber das tut man ja nicht. Genau. Weil du sonst zu viele 8-8er, das ist. Ich Das könnte mir geht schon einfach vorstellen, nicht dass in zumindest irgendwann mal eine Kopie oder so da drin landet, in einer Variation. Warum nicht? Und in der Arena würde ich es über den anderen Giants picken. Ja, außer Ja. Sea Giant ist der Beste Okay. in der Arena. Himmels-Captain Krack. 7 Mana, 4, 6. Ansturm kostet 1 Mana weniger für jeden befreundeten Pirat. Piratendeck incoming. Nicht. Lustige Anmerkung. Auf Englisch ist Ansturm ja Charge, ne? Und da wird das wirklich im Englischen Charge geschrieben mit 3 oder 4 R's. Hätten es bei Ansturm auch machen können. Ja. Das wäre nicht so cool gekommen. Egal. Nee, das ist, glaube ich, relativ eindeutig. Stat und Mana-Kosten stehen in keinem Verhältnis zueinander und diese Upside, nee. Ist ganz witzig, du hast eine sehr negative Meinung von der Karte, aber es gibt ziemlich viele Piraten, die von den Mana-Kosten sehr, sehr niedrig sind. Und vielleicht kommen noch ein paar raus. Es gibt nicht wenig Piraten, die einfach 1 bis 3 Mana kosten. Und wenn dein Held geflutet ist mit den Dingern, ich meine, ab Ich wann meine, ist die Karte denn worth? Die Karte ist ab einem Piraten worth. klar, theoretisch kannst du sagen, ja, Winx, Dread Corsair und dann kostet das Ding nur noch 5 Mana. Ich kann mal so sagen, ab einem Piraten ist das Ding Argent Commander. 6 Mana, 4-2 Divine Shield. Ja, Ungefähr weil du so. Ab rennst zwei irgendwo rein, Piraten es ist die lebt dann Karte ziemlich normalerweise gut. noch. Weil dann ist es ein solider 5 Mana, 4-6 hat er sogar Charge. Charge ist eine Fähigkeit, die relativ teuer ist in dem Spiel. Ja. Nächste Aber Karte. trotzdem sind wir uns einig, dass deswegen trotzdem kein Piratendeck kommen wird, weil die anderen Piraten alle so scheiße Glaube sind. ich auch nicht, aber es könnte ja. Ne? Ich glaube, der Grim Patron ist damals bei unserer Bewertung auch nicht so gut weggekommen. Stimmt Ja, auch das wieder. stimmt. Nächste Karte, Totem Golem. 2 Mana, 3, 4, Überladung 1. Hallo. Es ist ein Totem, das ist wichtig. Und der hat geile Stats. Also, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte für den Shaman. Ob sie absolut broken ist, eher nicht. Aber sie ist schön. Echt schön. Das ist ungefähr, erinnert mich ein bisschen an Fireguard Destroyer, die Karte 4 Mana 3, 6 von der letzten Expansion. Quasi auch so eine Karte, ist ziemlich gut. Ja, also ich glaube sowieso, der Schamane wird hier anscheinend in eine Richtung gepusht, wo er einfach High-Value-Minions hinkriegt, ähnlich wie der Druide. Wo quasi Überladung als Tempo-Swing wirklich gilt und nicht als Kredit, den man sich geliehen hat und dann zweifach zurückzahlen muss. Ja. Weil 3 Mana 3, 4 ist ein Spinnenpanzer und sowas sind ja schon in Zug 2 und muss dafür halt diese eine auf der Genau. nächsten Runde verzichten. Genau. Und das ist halt echt wichtig, weil wenn du den in Zug 3 ausspielst, dann kommt für 4 Mana die Karte, die damit dealen kann. Für 3 Mana kommt die nicht.
Aber das ist auch wieder ganz gut. Die Karte sieht so aus, als ob sie wirklich strikt besser ist als der Spinnenpanzer. Aber, wie du gesagt hast, Runde 3, wenn du die Runde 3 ausspielst, kannst du normalerweise nichts zusammen mit dem Totem-Golem ausspielen, außer einem Spell oder so. Aber wenn du keinen Spell auf der Hand hast, hast du in der nächsten Runde auch nur 3 Mana, dank der Überladung. Ja, klar. Also das Ding muss schon in Zug 2 kommen, dann ist es geil. Muss wirklich aufpassen, oder mit einem Spell in Runde 3 natürlich, ne? Ja, aber trotzdem halt, die meisten Sachen, die damit dealen können, kosten 4 Mana, wie zum Beispiel ein True Silver oder ein Deathbite. Desto mehr denke ich, dass die Karte noch nicht mal Staple wird in jedem Schamanen-Deck. Kommt drauf an. Die ja, sind in der Arena natürlich absolut geil, müssen wir nicht drüber reden. Ja, in der Arena, klar. Kodo-Reiterin, 6 Mana, 3-5, Inspiration, ruft einen Kriegskodo 3-5 herbei. Wäre es ein Kampfschrei? Aber so für 6 Mana... Nee, du kriegst für 8 Mana einen 6-10er Buddy. Ja. Das ist... Okay. Okay. Okay, Fall. Ist eher schlecht. Ja, also nee. Nee. Ich sag, wär's ein Kampfschrei? Aber so... Man sieht sich dagegen Chromagos an oder Kel'Thuzad 6 Mana, 8 Mana 6-8 und die können dir wirklich... Ne? Man weiß ja, wozu die beiden Viecher in der Lage sind. Mhm. Nächste Karte. Kann auch die Effigie oder Effigie ausspricht. Jedenfalls ein Magiergeheimnis. Ein befreundeter Diener stirbt, wird ein zufälliger Diener mit denselben Kosten herbeigerufen. Ist noch ein Schredder. Ich finde es interessant, die Karte mit dem Schredder zu kombinieren. Das ist eigentlich ganz lustig, ne? Aus dem Schredder einen Schredder und noch ein Minion rauszubauen. Ja. Also ich denke, die Karte ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ob sie besser als Duplicate ist, kommt aufs Deck an. In der Arena auf jeden Fall. Ja, bist du sicher? Glaube ich nicht. Ich glaube eher in der Arena könnte Duplicate sogar besser sein. Na, in der Arena denke ich auch, ist Duplicate besser. Im Constructed kommt, ist je nach Deck Effigie auf jeden Fall deutlich besser, weil es ja halt wieder einen harten Tempo-Swing gibt. Ich meine, Turn 2 Scientist into Effigie und das nächste Minion, das du ausspielst, kriegst du dann noch einen an. Prop dann Effigie, das ist schon ziemlich krass. Das ist tatsächlich krass. Nächste Karte, gefallener Held. 2 Mana, 3-2, eure Heldenfähigkeit verursacht 1 Schaden mehr. Ist erstmal ein 3-2er. In der Arena würde ich auf jeden Fall sagen, geile Karte. Weil 2 Mana, 3-2 ist solide und das ist hallo. Constructed wird er wahrscheinlich jetzt nicht so gespielt werden. Aber Arena, geile Karte. Ich meine, es ist ziemlich offensichtlich, hier den Vergleich zum Steam Riddle Sniper zu ziehen. Du hast in beiden Fällen einen 2... Gut... Einmal ein 2-Mana 2-3er, einmal ein 2-Mana 3-2er. Aber davor jeweils hast du dann ab dann eine Heldenfähigkeit, die 2 Schaden macht und auf alles zielen kann. Inwiefern du nur zum Ziel kommst, ist ja wurscht. Und jetzt stellt sich, jetzt man sieht ja, dass, man sieht ja ganz offensichtlich, Steam Riddle Sniper wird nie gespielt. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist der Mage von der Klasse her so sehr unterschiedlich vom Hunter, dass er seinen Steam Riddle Sniper spielen kann. Ich glaub, plus die gespiegelten Werte. Die gespiegelten definitiv Werte sind eine slightly upside. Ich weiß gar nicht, ob es upside im Construct ist. Vielleicht. Das ist interessant. Auf jeden Fall kann man nicht arbeiten, dass der Hunter eigentlich die aggressivste Klasse ist, die ganz hartste. Ja. Und was bedeutet, dass der gefallene Held auf jeden Fall besser sein wird im Mage Deck als der Steam Riddle Sniper im Hunter. Ja. Ist natürlich eine Control-Karte, muss man jetzt nicht anmerken. Die Karte wird für Midrange oder für Argo wahrscheinlich zu slow sein. Ganz interessant. Ist aber wieder dieses Ding mit der Heldenfähigkeit. Du hast halt 2 Schaden für 2 Mana. Das ist ein Demon Fire und Demon Fire ist auch nicht so toll. Glas kostet dich keine Karte, aber. Nee. Wie gesagt, Arena, ja, Constructed. Schauen wir mal, ne? Ich freue mich auf den Control Mage eventuell. Dann tue ich die Karte auch da rein. Totemiger Deck Tuskar. 3 Mana, 3-2. Kampfschrei beschützt ein zufälliges Totem. Auch 2 Mana, 3-2. Eure Heldenfähigkeit kostet in diesem Zuge 1 Mana. Nein. Nicht ganz. Und dann kannst du noch ein zweites Mal einsetzen. Nein, nicht ganz. Es kann ja auch das Flametongue-Totem kommen. Das stimmt. Es kann der. Stimmt, klar. Das beste Totem ever, der Totem-Golem. Klar, wenn der ohne Überladung kommt, dann GG. Natürlich kann auch das 0-3er Heal-Totem kommen. Ja. Absolut, ja. Das Mana-Flut-Totem kommen.
Ja, also die Karte ist auf Stimmt, jeden Fall okay. ziemlich krass. Muss ich sagen. Also, ich meine, die Chance steht 50-50, dass du entweder ein Totem aus der Hero Ability kriegst oder eben eins von den anderen. Und die Chance ist immerhin 3 zu 8, also 37,5%, dass du eines von den richtig krassen Totems kriegst, nämlich Totem Golem, Flame Tongue oder Mana Tide. Also Und da würde ich schon. ja, Die Karte Midrange könnte auch. richtig hart werden. Könnt ihr Also, Midrange das Mann ist. einfach wiederbeleben? Ja, also Zitat Raynet, das ist genau die Karte, die der Schamane gebraucht hat. Ja, da hab ich gerade die Dränge, dass man klar auch die anderen Totems holen kann. Klar. Ja, also ich denke auch, das ist wirklich eine super Karte für den Schaman. Ob die alleine reicht, um den Schaman wieder to the top zu pushen? Ja, kann sein. Und Kann vielleicht hilft dabei durchaus ja sein. der. Und dabei hilft vielleicht ja der Totem-Schlitzer, wie ich beinahe gelesen hätte, aber er ist Totem-Schnitzer. 4 Mana, 4-4, Kampfschrei für jedes befreundete Totem plus 1 plus 1. Das heißt, die Karte hat gute Values, sobald ein Totem liegt. Ist trotzdem nicht so toll. Frostwolf Warlord spielt auch keiner und das hat einen Grund. So, aber jetzt muss man natürlich noch einen Vergleich ziehen. Frostwolf Warlord kostet ein Mana mehr. Ja. Und ein 4-Mana 5-5er ist verdammt gut schon. Ja, das ist wohl richtig. Vor allem, weil 5-5 so eklige Stats zum Clearen Ja, sind. genau. Und ein Stimmt. 6-6er ist noch viel schlimmer. Das heißt, zwei Totems, das ist wahrscheinlich. Ich meine, du hast eine schlechte Hand, hast dann halt einen Totem in Runde 2. Gut, dein Gegner wird das vielleicht klären, aber wenn nicht, dann hast du halt in Runde 3 oder 4 den Dingens mit 4-Mana 5-5. Ein Overload ist ziemlich gut. Außerdem auch so eine Mini-Kombo mit Totemika, der Tuska. Ja, Decke ich von meine, du schießt den in Dornsfeld. 103, ne? Ja. Decke von Donnerfels. 5 Mana, 3, 6 Inspiration. Verleiht euren Totems plus 2 Angriff. Nee. Das ist tatsächlich schwierig, aber ich würde auch sagen, die Karte ist jetzt nicht so pralle. Es ist einfach ein bisschen arg teuer, weil ich meine, du willst die in Runde 7 spielen. Aber ich meine, was muss gegeben sein, damit die Karte geil ist? Du musst sie in Runde 7 spielen, dann spielst du in Runde 7 einen 3-6er Buddy und drückst das Knöpfchen. Naja. Und du musst dann schon ein Board haben. Ich glaube, was der Schamane braucht, ist ein Weg, mehrere Totems auf einmal zu beschwören. Das hat nämlich, und jetzt sehe ich den Vergleich zum Quartermaster, 5 Mana 2-5, der hier hat 1-1 Stats mehr. Der Quartermaster gibt allen plus 2 plus 2 und der hier gibt halt nur plus 2 Angriff. Gut, dafür hat er 1-1 mehr Stats. Und die Stats sind nicht schlecht. 6 Leben ist ziemlich gut. Aber der Paladin hatte diese Klar. bockunfaire Möglichkeit, drei Rekruten auf einmal zu rufen. Und das. Das ist genau das Problem. Wenn der Totemiker bei der Tuska selbst ein Totem wäre, wäre die Karte, glaube ich, schon wieder viel, viel, viel besser. Ich weiß nicht, ob die Karte es rein schaffen wird. Vor allen Dingen ist dieser 5er-Slot sowieso beim Schamanen immer sehr gefragt. Da ist auch der Azurblaue Drache, der eigentlich nicht weichen möchte. Ja gut, aber de Immer facto ist es ja Spruch. ein 7-Mana-Fee. Ist es das? Ich glaube ja. Du hast auch vorher schon ein paar Totems gespielt. Ja, aber stimmt, das Inspiration. ist normalerweise 7 Mana. Inspiration. Du Ja, musst in der stimmt, Runde klar, das stimmt, Knöpfchen klar. drücken. Aber du kannst halt auch in Runde 15 schon spielen und darauf hoffen, dass er nicht in Runde 6 tot ist, weil einfach Andere 6 Frage, Leben. wenn du den ausspielst und Knöpfchen drückst, kriegt das Totem, was dann kommt, die plus 2 Angriff? Ganz interessant, ich schätze ja. Ich glaube, es Ich kann mir passiert, nicht. nachdem die Heldenfähigkeit ausgeführt wurde. Wie funktioniert es Eigentlich denn nicht sicher. beim, wie funktioniert es denn beim Ding beim Warlock? Wenn du da Knöpfchen drückst mit dem, oder wenn du Hellfire spielst und der Überwacher liegt draußen. Der Überwacher? I see everything. Achso, der, ich glaube, du ziehst tatsächlich die Karte zuerst. Beziehungsweise machst du erst den Schaden und dann bufft er sich. Ja, Okay. auf jeden Fall. Gut. Spinnennest. Klartext. Macht für 6 Mana das, was rein mana-technisch für 3 Mana ginge. Ja, natürlich haben diese Netzweber eine Upside, dass sie dich eine mehr oder weniger gute Karte ziehen lassen. Ja, so gesehen ist das Das bedeutet, 6 Mana, beschwöre 3-1-1er und ziehe 3 Karten irgendwann. du ziehst quasi drei Random-Karten für drei Mana. Normalerweise ziehst du zwei Karten für drei Mana. Sieht schon wieder besser aus, oder? Wenn man die Karte so auseinander nimmt, glaube ich, dann ist Abgesehen das eine davon, dass Karte man von absolut den nicht. Netzwebern garantiert dreimal Papagei des Kapitäns bekommen wird. Das wäre natürlich ein bisschen schlecht.
Aber trotzdem, die Karte ist einfach 5 Millionen km/h zu slow. Ja, für einen Hunter. Die ist für die Arena vielleicht noch ausreichend, aber es ist einfach. Ja. Der Arena ist aber Zug 6 eigentlich auch nicht passen. Hunter ist eine Tempoklasse. Kannst du nicht Spinnennest eintun. Wilfred Fizzlebang. Karten, die man durch die Hero Ability zieht, kosten 0 Mana. Erstmal nicht schlecht. Dann ein 6-Mana 4-4er. Beim ersten Lesen hatte ich die Karte so verstanden, dass man seine Heldenfähigkeit quasi für 0 kriegt, aber ach, du dann habe ich nochmal nachgelesen und dann habe ich festgestellt, die Karte, die du ziehst, kostet einfach 0. Hat schon was. Das hört sich schon ziemlich krass an. Stell dir mal vor, du ziehst irgend so ein 8-Mana-Viech. Das kostet einfach 0. Du kannst ja quasi den in Runde 8 spielen, tappen und dann noch ein großes Minion einfach aufs Board slammen. Jo. Und wenn er dann die Runde überlebt, dann wird's endgeil. Ja. Also wir sind uns hoffentlich einig, dass die Karte, wenn dann nur im Handlock gespielt werden kann, nicht im Zoo. Ja, klar. Genau. Ja. Aber die könnte tatsächlich ziemlich krass werden. Natürlich wieder sehr slow. Ja. Aber nicht unbedingt slow, weil es könnte ja auch ein Spell getopdeckt werden und dann ist Tempo angesagt. Stell dich mal vor, wenn man einfach Wilfried Fizzlebang tappst und dann kriegst du einfach Shadowflame und klärst du das Board. Oder Siphon Soul. Oder was auch immer. Oder Deathwing. Ja, von Deathwing mit 0 Mana hast du sehr viel. Ja. Ja, wenn du in der gleichen Runde spielst, dann tatsächlich. Und sonst natürlich nicht. Der Heilige Krieger. 4 Mana, 3, 5. Wann immer ein Charakter geheilt wird, bekommt er plus 2 Attack. Charakter und nicht Dieter. Also, ja, warum nicht? Beziehungsweise ist, glaube ich, sogar eine Sie. Ach, stimmt. Oder? Doch. Ist ziemlich flach sein. Ist ziemlich flach, könnte auch ein Typ sein. Aber ich glaube, Tippal auch eher auf Frau. Nee, das ist Frau. Also, was sagen wir zu der Karte? Die Werte sind okay. Und der Priest heilt jetzt auch nicht so selten. Ja, schon das Problem an der Scheißkarte ist halt nur, dass die nach zweimal Healen wunderbar in BGH-Range ist und der Priest hat's normalerweise nicht so mit BGH-Targets. Was auf Deutsch bedeutet, in der Arena ist die Karte ziemlich geil. Außerdem könnte jetzt Circle of Healing ein besserer Pick in der Arena sein. Stimmt. Im Constructed, nee, die wird einfach BGH'd. Glaube ich auch. Es sei denn, du spielst, ich meine, Light Warden. Light Warden ist ja mit Light of the Naru auch nicht schlecht. Warum sollte die Karte nicht schlecht sein? Ich meine, wenn du nur einen Charakter hielst, dann ist das ein 4-Mana-5-5er. Also Northshire Cleric und außerdem könnte man auch einfach das machen, was der Demon so gemacht hat, nämlich einfach mehr als ein BGH-Target spielen. Spielt einfach Doctor Boom, du spielst noch Raken aus. Schon hast du zu viele BGH-Targets für den Gegner. Greed Priest, welcome back. Außerdem ist die Karte viel zu gut designt. Das stimmt. Das Design ist einfach nur genial. King's Defender. 3 Mana, 3-2. Kampfschrei wird jedes Mal. Für jeden eigenen Minion mit Spott plus 1 Haltbarkeit. Habe ich das jetzt. Das ist eine. Common? Oder ist das eine Warrior-Karte? Das ist eine Warrior-Karte. Warrior. Waffen sind immer klassenspezifisch. Naja, stimmt. Abgesehen davon gibt es nicht Common, sondern Neutral. Stimmt. Aber Common ist es auch keine, es ist eine Rare. Ja. Ich würde aber sagen, nee. Winnex und Deathspite sind schon da und die sind viel zu gut. Mhm. Ja, aber was kann man denn damit machen? Man kann Unstable Ghoul wieder spielen. Toll. Ja, wie toll. Dann hast du ein 3-Mana 3-3er Waffe. Ein 3-Mana 3-3er ist ja wohl besser als 2-Mana 3-2er, oder? Kannst du eventuell Sun Fury Protector? Nee, wahrscheinlich nicht, aber. Nee, du spielst vielleicht Deathlord oder du spielst eine Mech-Variante. Mit dem Neutron. Ob das die Karte ganz nett sein könnte. Und im Late Game ist sie auch nicht so schlecht. Da ist das Sludge Belcher. Das ist Sentient Shieldmaster. Ja, wir werden sehen, was die Zeit bringt. Aber die Frage ist halt, welche Waffen cuttest du dann dafür? Die Winnex hat halt den Vorteil, dass die... Wahrscheinlich sogar eine Winnex.
Die Winnex hat halt den Vorteil, dass du sie Turn 2 spielen kannst. Und gerade in Turn 2 ist das der Turn, wo sie tierisch auf den Senkel geht. Aber die Karte könnte tatsächlich Warhol komplett verdrängen. Unter Umständen. Als ob der noch gespielt werden würde. Ja, es gibt immer noch ein paar Leute, die den spielen. Und okay, ja. Die können den jetzt ersetzen. Ja, vielleicht gibt es ja Aufwertung oder so. Vielleicht gibt es ein Full Weapon Deck. Glaube ich nicht dran. So viele Weapons sind nämlich nicht gut. Warum nicht ein Exemplar davon? Ist ganz lustig. Gut, das wären dann alle Karten, die bisher revealed sind. Von 132, also sprich, das waren jetzt dann 23 von insgesamt 132 Karten. Ja, also wir haben noch einen Ticken was vor uns. Ja, ist ja auch nur der erste Teil. Würde ich sagen, sehen wir uns beim zweiten, sobald die Karten revealed sind. Jo. Ciao. Ciao. Ciao.